Ich heiße Martin Kweiser, bin Inhaber der Kweiser Bauplanung. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit der Planung von Industriebauten und der Planung von Krankenhäusern. Bei dem Projekt Design Factory handelt es sich um eine 4000 Quadratmeter große Halle für einen edelstahlverarbeitenden Betrieb. Es war vom Bauherrn eine Voraussetzung, dass keine Grundleitungen unter der Bodenplatte verlegt werden, da diese eine Fußbodenheizung ist und danach keine Revisionierbarkeit mehr besteht. Zum anderen sollte die Halle nur an zwei Pumpen entwässert werden. So konnten wir die 85 Meter lange Halle mit Gebrit Bluvia waagrecht verlegen und nur an der Stirnseite mit zwei senkrechten Fallleitungen nach außen entwässern, was für den Kanalanschluss ein entscheidender Vorteil war. Das Projekt Schmieds Domino ist ein Möbelhaus mit ca. 6000 Quadratmeter Grundfläche. Wir hatten dort die Aufgabe, innerhalb von 7 Monaten dieses Bauvorhaben fertigzustellen und haben somit entschieden, Gebrit Bluvia einzusetzen, damit wir auf Grundleitungen verzichten können und die gesamten Leitungen unterhalb des Daches laufen. Zum anderen war dort eine komplexe Gegebenheit in der Entwässerung über offene Mulden und wir haben nur mit zwei Fallsträngen diese Fläche entwässert und konnten somit komplizierte Tiefbaumaßnahmen vermeiden.